Servus, grüß euch, der Dominik von der Skischule Glumnitzer ist da und heute scheint die Sonne. Es wäre ein mega geiler Skitag eigentlich im November. Allerdings die Skigebiete haben geschlossen, aber nichtsdestotrotz versuche ich euch mit Videos und mit ein bisschen Lernmaterial zu versorgen, damit ihr dann auch im Dezember richtig geil in die Saison starten könnt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Timing. Das ist nämlich ein Thema, das wirklich sehr, sehr oft quasi ein bisschen im Hintergrund gelassen wird, weil man sich auf andere Themen konzentriert, aber Timing ist ein essentieller Faktor beim Skifahren, der uns als gute Skifahrer hilft, richtig sauber zu fahren, richtig rhythmisch zu fahren und richtig rund zu fahren. Die meisten von uns sind eigentlich immer zu spät am Schwung dran. Wir konzentrieren uns heute auf den Timing-Punkt, wann muss ich Druck am Außenski geben, und da stelle ich euch jetzt drei Übungen vor, wie ihr dann im Dezember auch aktiv an eurem Timing arbeiten könnt. Ihr habt es sicher schon mal gehört, je früher, desto besser. Ihr müsst schauen, dass so früh wie möglich auf den neuen Außenski kommt. Und bei der ersten Übung könnt ihr das perfekt üben. Wir fahren Pflugkurven mit paralleler Schrägfahrt und dann aus der parallelen Schrägfahrt stemmt es aktiv auf den neuen Außenski aus. Und da, das ist auch der Zeitpunkt, wo ihr nachher beim normalen Skifahren Druck am neuen Außenski geben müsst. Also, parallele Schrägfahrt, Gewichtsverlagerung beim Ausstemmen auf den neuen Außenski, dann Knie, Hüfte nach innen, Oberkörper gleicht aus, der ist super stabil, und nachher könnt ihr wirklich eine ganz saubere, runde Pflugkurve fahren, paralleles Schrägfahren dann wieder und dann wieder aktiv ausstemmen, gleich nach außen kippen und nachher richtig viel Druck am Außenski generieren. Bei der zweiten Übung schulen wir auch noch die Balance dazu. Wir fahren einbeinige Kurven. Es gibt fast keinen Moment, beziehungsweise nur einen sehr, sehr kurzen Moment, wo beide Ski am Boden sind. Und hier ist auch der gleiche Zeitpunkt, in dem ich von einem Bein auf das andere wechsle, ist auch hier der Zeitpunkt, wo ich vorhin bei der Pflugkurve ausgestemmt habe. Ich versuche von einem Bein aufs andere mein Gewicht zu verlagern, die Bewegungsabfolge richtig zu machen, indem ich Druck auf der großen Zehe gebe, Knie nach vorne innen, Hüfte rein, Oberkörper raus, und das alles einbeinig. Und die Initialzündung ist eben dieser Wechsel von einem Bein aufs andere. Und das ist euer Timingpunkt, wann ihr, wenn es normal fährt, richtig sauber auf dem Außenski drauf gehen müsst. Bei der dritten Übung lasst die Stöcke auf der Seite, die brauchen wir jetzt nicht da. Nehmt die Arme zur Seite, richtig gute Spannung über den Oberkörper aufbauen, und auch hier, so wie beim einbeinigen Skifahren, versucht jetzt die Gewichtsverlagerung von einem Bein aufs andere so früh wie möglich zu schaffen, nämlich bevor ihr in der Fahrlinie seid. Da brauche ich nämlich auch keine Rotation oder irgendwas, damit der Ski um die Kurve geht, sondern ich mache das alles mit Gewichtsverlagerung. Und hier schaut es jetzt, ihr habt die Arme auf der Seite, damit dass ihr wirklich, sobald ihr Druck am Außenski bekommt, dass ihr ein bisschen mit der äußeren Hand nachdruckt, beziehungsweise mit der äußeren Schulter leicht nachdruckt. Knie geht nach innen, Hüfte geht nach innen, Oberkörper gleicht aus, und dann habt ihr automatisch super viel Druck am Außenski, und nachher geht die Post ab, Knie nach vorne innen und Abmarsch. Auch wenn ihr das jetzt noch nicht aktiv am Schnee üben könnt, verinnerlicht euch das, haltet euch die drei Übungen im Kopf, damit ihr nachher wirklich im Dezember auch üben könnt, beziehungsweise euer Timing verbessern könnt. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, Abo dalassen nicht vergessen, Glocke anmachen nicht vergessen, denn es kommen noch weitere Videos, die uns über den skilosen November helfen sollen. Ich freue mich aufs nächste Video, euer Dominik von der Skischule Glumnitzer.